So, da sind wir wieder zurück. Willkommen zurück. Weiter geht's nach der kleinen Pause. Wir betreten das Haupttor der Kathedrale. Gehen hier nochmal hinein. Schauen uns hier nochmal um. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Und Kerzen auspusten. Ah, der Chor probt. Sehr schön. Was war das? Ruhe. Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin nicht Kante sicher. Kannte Chor. Unaufmerksam. Es war nichts. Beruhigt euch und konzentriert euch. Ich muss euch mal stören. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht... Gefährn. Sie wollen nicht singen. Es ist da heiß. Da war gar nichts. Glaubt mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Es war der Wind. Nein, der Wind ist im Kind. Euch. Es klang wie eine Peitsche. Als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Sehen wir nach. Bruder Philipp, bitte. Beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Angst? Oh. Francis, zu dem World Mine. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Oh wei. Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Das glaubst du? Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Rivalität um den Thron. Nächste Quest. Dokument Francis Notizen über den verstorbenen König. Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan. Teil 1 vom Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger vererbt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken, auf einer Reise den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Ich glaube, die kennen wir aus dem Intro, aus dem Produkt. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Vorsitzt. Etwa. Nee, glaube ich nicht, oder? Nicht die, die wir im Vorspann gesehen haben, oder? Sobald er ein fähiges Alter sei. Bis zu diesen Tagen sollte seine Mutter die Tochter des Königs des Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbe des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou. Ein Dorn im Auge unseres normannischen Oberherren, der Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England. Ein Krieg in der Normandie. Okay.
Eine Rivalität, die androht. Okay, ja, hatten wir schon. Mathildes Cousin Stefan von Blois ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Aha. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Franz erwähnte. Eine weitere Quest. Ach, hier müssen wir auch noch Schlüsselbund im Spalt der Kirche müssen wir auch noch suchen. Thron des Bischofs. Ich kann dort nicht Platz nehmen. Auf keinen Fall. Adolphus. Ruhe. Gehen wir mal zur Gruft des Heiligen Adolphus und töten mal den Zombie. Verschlossen. Tja. Schlüssel dafür. Wahrscheinlich in der Wand. Nein, 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 nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Ich habe es doch hier einen Schlüsselbund. In der Ritze in der Kirche. Konzentriert euch. Da war es wieder. Ich weiß, Franz ist etwas. Einbeziehen, solange ich nicht die Schlüssel gefunden habe. Vielleicht sind sie ja gar nicht da. Was war das? Okay. Ruhe. Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Wir sollten mal gucken, ob wir hier in der Kirche irgendwo... Es war nichts. Beruhigt euch und konzentriert euch. Den Schlitz finden, den wir untersuchen können. Wenn ihr Wasser wecken. Fast der. Im Weg zum Kreuzgang. Bisher habe ich hier noch keinen Schlitz gefunden, den wir untersuchen könnten. Sie ernährt uns. Wir sind Menschen Gottes. Zum Friedhof Kapitelhaus. Wollen wir in den Garten gehen? Hier zusammen. Die Pilger spenden. Die ich sollte niemand. Okay, verstehe. Ich verstehe. Ein Tempel. Das habe ich gerade gesagt. Yeah. Oha, hier wollen wir noch gar nicht. Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Gerade die Priorei von Kingsbridge. Die haben doch schon geöffnet, oder? Ja. Jetzt sind wir hier in der Mühle. Da sind wir hier hinten raus. Schafe angucken. Können wir nicht. Weg zum Dorf, Mühlentür. Sind die alte Mühle verfallen lassen? Wir müssen den Schlüssel finden. Warum ist hier abgeschlossen? Vielleicht bringt der Schlüssel was unten für schäbiger Futtertrunk. Für die Grabskammer. Vielleicht können wir mal so dort hinein. Aha, hier sind wir wieder. So, zurück zum Kloster. In
die Stellungen haben wir noch nicht nachgeguckt. Okay, hier wollen wir wahrscheinlich auch nicht nachgucken. Flips Pony. Franz Pferd. Ah, das ist unser Pferd. Okay. Zum Gästehaus können wir auch nicht. Hier wieder. Wir müssen gut auf uns Acht geben. Und auf die Kathedrale. Das stimmt. Da. Ich habe es gehört. Ich kann nur mit ihnen reden, dass da unten nichts ist. Ich meine, wir waren da ja gerade. Ein Foto können wir nicht schießen. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Ich war da gerade unten. Ich fürchte, die Krypta ist verschlossen. Dann hol den Schlüssel. Bruder Kaspar muss ihn haben. Aha. Da war es wieder. Da war Bruder Kaspar. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Wo gehen wir den Bruder Kaspar her? War er nicht der Taube hier oder Arnold? Ist Andrew? Nicht zur Mühle, ach, da waren wir gerade schon. Okay, in die Küche. Bruder Kaspar. Es wird kalt. Wann lernen diese Novizen die Tür zu schließen? Minus Kaspar. Na ja, wir fragen mal nach dem Schlüssel. Bruder Kaspar. Philipp. Nach dem Schlüssel wollte ich fragen. Aber gut. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius, gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. Auf dem Friedhof. Das war würdig und recht. Kern der Schlüssel. Du hast sicher noch zu tun. Und du sicher auch. Was mit dem Schlüssel? Ich sollte niemanden mit einbeziehen, solange ich nicht die Schlüssel gefunden habe. Vielleicht sind sie ja gar nicht da. Okay, ich dachte, er hat die Schlüssel. Wir sollen ihn danach fragen. Seltsam. Du hältst dir alles schön in Ordnung, Melios. Das ist nicht leicht. Heute Morgen ist eine meiner Kellen zerbrochen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Alles fällt auseinander. Hast du es nicht gehört? Okay, wir fragen ihn nochmal. Kaspar haben wir noch nicht gesehen. Adolphus. Noch Kaspar haben wir schon gesehen, aber scheinbar bringt das dann doch nicht so viel. Ich fürchte, die Krypta ist verschlossen. Dann hol den Schlüssel. Bruder Kaspar müsste ihn haben. Hat er aber nicht. Ich sollte niemanden mit ein...
Und wer hat ihn dann? Und Caspar hat den Schlüssel scheinbar nicht. Tja, also. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Vielleicht kann er ja. Vielleicht kann er ja der Stellvertreter, der Nachfolger zum Prior werden. Der neue Prior. Okay, mit dem können wir nicht mehr reden. Zum Friedhof. Mit ihm nochmal reden. Sonst wüsste ich nicht mehr, mit wem wir noch reden sollten. Wenn er noch Hinweise zum Schlüssel hat. Da wüsste ich nicht mehr weiter. Verfluchte Dachse! Früher haben wir sie gegessen. Heute fressen sie uns. Okay, das hilft uns auch nicht weiter. Und das dürfen wir nicht. Ich sollte niemanden mit einbeziehen, solange ich nicht die Schlüssel gefunden habe. Vielleicht sind sie ja gar nicht da. Tja. Die Schlüssel scheinen ja wirklich nicht da zu sein. Komm, vielleicht. Nein. Was war das? Jetzt wird gesungen. Wir wollten nochmal hören, was da wir. Dass du was gehört hast. Ja, ich bin mir sicher. Was die Novizen sagen. Ich sollte mir die nochmal anhören. Es war nichts. Beruhigt. Das können wir natürlich nicht. Nein, sie sagten, die Schlüssel wären in einem Riss in der Kirche versteckt. Ein Riss in der Kirche. Müssen wir erstmal alles absuchen. Ich glaube, da war es wieder. Adolphus. Adolphus. Ruhe. Da. Ich habe es gehört. Nein, ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Ist irgendwo ein Schlitz in der Wand. Und nicht abgetastet haben. Was war das? Ruhe. Jetzt wird ist ein ziemlicher Schlitz. Bist du sicher, dass du kann man die Kerze anzünden? Ja, ich bin mir sicher. Kerzen sind teuer. Es war nichts. Beruhigt euch und konzentriert euch. Hast du es nicht gehört? Ich glaube, da war es wieder. Adolphus. Adolphus. Ich bin den Altar, den haben wir noch nicht untersucht. Da. Ich habe es gehört. Okay. Nein. Ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Vater unser. Er hat recht. Hört auf. Kleines Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Was war das? Unser tägliches Gebet. Was wäre er? Spricht sein Gebet. Und vergib uns sicher, unsere Schuld. Dass du was gehört hast? Wie auch wir vergeben ja, unseren Schuldigen. Ich bin mir sicher. Er betet nur. Beruhigt euch und sondern erlöse euch. Uns von dem Bösen. Das ist der betende Mönch. Das ist ein Geist. Hast du es nicht gehört? Amen. Alter, Riss in der. Oh, ein Riss in der Wand. Adolphus. Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier versteckt. Ja, schauen wir mal nach. Sie waren da drin. Ich hab sie. Das ist ja der Wahnsinn. Nein. Dann können wir doch jetzt mal. Da war was. Dieser Bruder Markus Schlüssel. Hat tatsächlich Cuthberts Schlüsselbund. Konzentriert euch. Da war es wieder. Öffnen wir mal die Gruft. Überwältigen den Zombie. Bosskampf. Der heilige Adolfo. Schauen wir mal, was wir hier finden.
Kein Grund, sich zu fürchten. Natürlich nicht. Nichts hier. Möge er in Frieden ruhen. Aha. Die Dunkelheit. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Eine Maus vielleicht, nur eine kleine Maus. Ich dachte es mir, da ist nichts. Okay. Dunkelheit. Selbst wenn es Adolphus ist, er ist uns wohlgesonnen. Nein, ich weiß es nicht. Nein, niemand. Da ist keiner. Aha. Hallo? Eine Fledermaus. Oder was? Oha. Eine Gestalt. Was ist das? Ein Vogel oder eine Fledermaus, schätze ich. Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Okay. Hallo? Eule. Eine Eule. Eine Eule. Nur eine Eule. Ach, das wird den Chor sicher beruhigen. Ich sollte Ihnen das erzählen. Magst du ein bisschen Käse haben? Die Brüder haben also doch etwas gehört. Wollt ihr alle füttern? Dann können wir das hier irgendwo hinlegen. Das Stück Stoff ist nutzlos. Schade. Ich werde später darüber nachdenken. Ein bisschen mit der Eule über den Daumen quatschen. Wer weiß es, wie sie hier reinkam. Hast du es nicht gehört? Na dann, es war nur eine Eule. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Aha, alles klar. Jetzt können die wieder singen. Jetzt müssen wir noch das Rätsel um den Ritter lösen. Vielleicht wollen wir dem Kaffbert seinen Schlüssel zurückgeben. Mit ihm sind wir, glaube ich, fertig. So, auf zur Küche. Wir geben dem alten Mann mal seinen Schlüssel zurück. Dann reden wir mal ein bisschen über den Ritter. Haben wir eigentlich schon gemacht. Ich hätte noch mehr zu erzählen. Zumindest können wir ihm mal seinen Schlüssel zurückgeben. Das wäre mein erster Schritt. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Aha, können wir nochmal reden? Ah, Philipp, du bist es. Wegen der Schlüssel.
Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Okay. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Das hatten wir, glaube ich, schon. Jetzt sollten wir uns mal zum Grab gehen. Am Grab mal nachschauen. Du weißt ja, wo du mich... Es hieß, er wurde beerdigt beim Grab. Sollten wir vielleicht mal beim Gräber nachschauen. Vielleicht kann der Bruder uns helfen. Sag, ist vor kurzem ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Ein Ritter? Ein Ritter, ja. Er ist hier im Grab. Wer war er? Warum ist er tot? Bruder Paul hat ihn gefunden. Wo ist Paul? Da unten bei der Brücke friert sich die Nüsse ab, schätze ich. Er hat mit ihm geredet. Aha, dann sollten wir mit ihm reden. Ich hab ihn nur begraben. Dann sollten wir mit ihm dort reden. Das ist alles, was ich tue. Was hat der Ritter hier gewollt? Wollte wahrscheinlich vom Rand der Welt springen. Wie meinst du das? Hier gibt es doch nichts. Kingsbridge liegt am Ende der Welt. Hierher kommt keiner. Okay, dann sollten wir mal mit den Novizen sprechen, oder nicht? Vielleicht wissen Milius oder Cuthbert mehr über den Ritter. Nein, keine Spur vom... Milius oder Cuthbert, da waren wir doch gerade eben. Da kommen wir her. Also, wieder hin und her. Andrew. Ihn sollten wir vielleicht mal fragen, vielleicht weiß er was. Mir so eine Kraftbeutel wurde halt gesagt, aber vielleicht kann er noch. Bruder Andrew, hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Abgesehen von denen, die Weihnachten zu Besuch kamen? Nein, wenn es einen offiziellen Gast gegeben hätte, dann wüsste ich es. Niemand hat in unserem Gästehaus genächtigt. Aha. Ich kann nochmal endlich ins Gästehaus rein. Das war kein Fehler. Können wir natürlich noch nicht. Dann hier nochmal eingehen, eintreten. Minus. Vielleicht kannst du was sagen. Hast du einen Ritter in Kingsbridge gesehen? Du meinst, abgesehen von denen, die zum Weihnachtsfest hier waren? Nein, ich kann mich an sonst keinen Ritter erinnern. Mhm. Milius, hast du einen Moment Zeit? Was kann ich für dich tun, Bruder Philipp? Hast du einen Ritter in Kings... Du meinst abgesehen... Nein. Okay, das hatten wir schon. Du siehst aus, als hättest du noch was Wichtiges vor, wenn du mich brauchst. Okay, er hilft uns ja auch nicht weiter. Aber okay. Fragen kostet nichts. Ist in jüngerer Zeit ein Ritter nach Kingsbridge gekommen? Milius. Gab es da nicht vor Weihnachten einen Toten? Ich weiß nicht, ob das ein Ritter war. Er wurde auf dem Friedhof bestattet. So weit waren wir schon. Das war würdig und recht. Tja, hier irren wir noch ein bisschen umher. Ich
Bruder Paul war, glaube ich, der, den wir fragen sollten. Ihn hier haben wir noch nicht gefragt. Ist das der Bruder Paul oder? Den kannte auch noch mal fragen, den haben wir noch gar nicht befragt. Der Ritter scheint nicht hier zu sein. Francis. Was diesen Ritter betrifft. Er führte ein wichtiges Schriftstück für meinen Herrn mit sich. Du musst es finden. Puh, ja. Mit wem haben wir denn darüber noch nicht geredet? Hier draußen waren wir noch nicht. Ah, Bruder Paul, ja, mit ihm können wir doch mal drüber reden. Vielleicht weiß er Bescheid. Bruder Paul. Philipp.